Wo der Mietenspiegel steigt, können auch die Mieten steigen. Bei der Landespressekonferenz wurden am Dienstag die neuesten Erhebungen vorgestellt. Was hier im Rathaus verkündet wurde, sorgt auf der Straße für Unverständnis. Bezahlbare Miete lautet die Forderung, denn die Mieten sind wieder gestiegen. Der Mietspiegel weist einen Durchschnittswert von 9,83 Euro pro Quadratmeter im relevanten Wohnungsbestand aus. Das sind 5,8% mehr als vor 2 Jahren. Auch die Linke schließt sich den Protesten an. Es ist erschreckend, dass wir jetzt schon wieder fast 6% höhere Mieten in Hamburg haben. Der Senat guckt einfach nur zu. Er hätte die Möglichkeit gehabt, mit einer anderen Berechnungsmethode diesen starken Anstieg zu stoppen. Und er hätte die Möglichkeit gehabt, die völlig überteuerten Mieten, die sogar gegen die Mietpreisbremse verstoßen, rauszunehmen. Das hat er alles nicht gemacht. Das heißt, dieser Senat handelt zum Nachteil der Mieter und Mieterinnen. Die Mietspiegeltabelle können sowohl Mieterinnen und Mieter wie auch Vermieter einsehen und sich daran orientieren. Dadurch, dass der Preis pro Quadratmeter weiter steigt, könnte es auch zu Mieterhöhungen kommen. Also es gibt gewisse Vorkehrungen, die rechtlich einzuhalten sind. Aber wenn sozusagen die Miete auf einer Höhe liegt, dass noch Spielraum ist bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete durch einen neuen Mietenspiegel und die 15% in 3 Jahren nicht ausgeschöpft sind, dann kann der Vermieter natürlich auch eine Mieterhöhung aussprechen. Die Mieten steigen also weiter. Die Proteste vor dem Rathaus kurz nach der Verkündung zeigen den Unmut einiger Hamburger Bürger. Sie sind unzufrieden und fordern die Politik zum Handeln auf.